Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Judith Rakers. Willkommen zu einer neuen Tagesthemenwoche. Einen schönen guten Abend auch von mir. Dieser Montagmorgen war alles andere als ein gewöhnlicher. Denn überall in der Welt schaute man gebannt auf das, was nun geschehen würde, nachdem am Wochenende ein neuer Riese erschaffen wurde. Mit der Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die ohnehin schon große UBS sollte nicht nur der Finanzplatz Zürich gerettet werden, sondern viel, viel mehr. Denn aus der Finanzkrise 2008 wissen wir, wie schnell eine Bankenpleite zur nächsten führen und im allerschlimmsten Fall die ganze Weltwirtschaft ins Trudeln bringen kann. Haben wir also aus der Geschichte gelernt oder drohen wir dieselben Fehler wiederzumachen? Fragen wir gleich einen Finanzexperten, doch zunächst zeigt Jakob Schaumann, wie die Schweiz heute die Welt bewegt. Das Ende der zweitgrößten Schweizer Bank ist besiegelt. Nach fast 170 Jahren wird die Credit Suisse von der UBS geschluckt, zum Schnäppchenpreis von 3 Milliarden Franken. Am Ende ging alles ganz schnell. Die EZB-Präsidentin, heute zu Besuch im EU-Parlament, begrüßt die zügige Lösung in der Schweiz und sieht den Euroraum trotz allem gut gerüstet. Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig und verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung. Das geldpolitische Instrumentarium der EZB ist in jedem Fall voll ausgestattet, um Liquiditätshilfe für das Finanzsystem des Euroraums bereitzustellen, falls benötigt. Jahrelanges Missmanagement, Hochrisikogeschäfte und Korruption. Die Liste der Skandale bei der Credit Suisse ist lang. Die Fusion von UBS und Credit Suisse, sie birgt erhebliche Risiken, warnen Experten schon jetzt. Die Schweiz schafft hier eine Superbank, die so groß ist in der Zukunft, dass wenn eine UBS, die jetzt aus UBS und Credit Suisse besteht, irgendwann in Schieflage kommen sollte, das Problem für die Schweiz noch viel größer ist und damit die ganze Schweiz in Schieflage bringen könnte. Deshalb sehe ich diese Lösung mit großer Sorge. Könnte sich also eine Finanzkrise wie 2008 nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers wiederholen oder hat die Branche dazugelernt? Die Tatsache, dass es jetzt wieder so ein Rettungswochenende für eine systemrelevante Bank gab, das zeigt uns, dass die Lehre aus der Lehman-Pleite nicht gezogen worden ist. Denn damals war das Versprechen, wir sorgen dafür, dass wir nie wieder in so eine Zwangslage kommen. Und es gab Projekte wie das Trennbankengesetz, mehr Eigenkapital, aber die sind entweder komplett gescheitert oder verwässert worden aufgrund des Drucks der Bankenlobby. Und deswegen stehen wir jetzt wieder in der Situation. Die Boni für das vergangene Geschäftsjahr will die Chefetage der Credit Suisse trotz hoher Verluste noch einstreichen. Gleichzeitig sichert die Schweizer Regierung der UBS eine Verlustgarantie von 9 Milliarden Euro zu. Außerdem gibt es Liquiditätszusagen von bis zu 200 Milliarden. Das Schweizer Bankenchaos, es hinterlässt heute auch an der Frankfurter Börse seine Spuren. Die Kurse schwankten hin und her. Vor allen Dingen bei den Bankwerten gab es zum Teil heftige Verluste, auch wenn man sich da zu Handelsschluss wieder so ein bisschen erholt hat. Letztendlich zeigt sich aber, die Krise scheint noch nicht ausgestanden zu sein. Too big to fail, zu groß zum Scheitern. Für die nun entstehende Schweizer Superbank gilt dieser Spruch mehr denn je. Ja, darüber wollen wir sprechen mit Hans-Peter Burkhof. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Uni Hohenheim und hat uns schon 2008 diverse Male die Finanzkrise erklärt. Guten Abend, Herr Burkhof. Guten Abend. Ja, wir haben es gehört. Eigentlich haben wir doch geglaubt, dass das nie wieder passieren soll, dass da eine so große Bank auch mit staatlicher Hilfe gerettet werden muss. Was ist da schiefgelaufen? Eigentlich ist da so viel jetzt gar nicht schiefgelaufen. Nur die Politik hat halt mehr versprochen, als man tatsächlich halten kann. So eine Bank dient der Liquiditätsversorgung der Wirtschaft, aber auch der privaten Individuen, ist so eine Art Liquiditätspool. Und deswegen wird keine Bank die Attacke auf ihre Liquidität überleben. Das heißt, wenn das Vertrauen weg ist, haben wir einfach ein Problem. Hat die Politik natürlich gesagt, das ist ganz empörend und dann müssen wir versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Dann würden wir aber auch die Banken verlieren, diese Funktion der Banken verlieren und das geht halt nicht. Also diese Aufsicht jetzt darin zu messen, was man gar nicht erreichen konnte, das halte ich für falsch. Was ich sehen kann, ist, wir haben die Aufsicht sehr schnell agieren gesehen. Sie hat das Problem sehr schnell gelöst in der Schweiz.
Und es ist auch insgesamt gut, dass im Bankensystem sehr viel mehr Eigenkapital da ist, dass auch die Risiken weniger verflechtet sind. Das reduziert zumindest die Wahrscheinlichkeit einer globalen Krise. Aber bis dahin scheint die Aufsicht zumindest zu wenig funktioniert zu haben. Die zweifelhaften Geschäftspraktiken der maroden Credit Suisse, wir haben es gehört. Rede ist da von Steuerhinterziehung, von Geldwäsche, Milliardensummen, die Kriminelle dort verstecken durften. Haben Politik und Bankenaufsicht jahrelang geschlafen? Also die Schweizer Bankenaufsicht wird sich das vorhalten lassen müssen. Das wird man diskutieren, was sie falsch gemacht haben. Was das aber auch zeigt, ist, dass diese ganzen Systeme, diese ganze perfekte Sicherheit, die wir uns vorgespiegelt haben, dass das nicht funktioniert, dass du am Ende Menschen brauchst, Entscheider brauchst, die mutig eingreifen. Man hat einfach nicht genug Druck gemacht auf die Credit Suisse, ihre Probleme zu beseitigen. Und jetzt sind wir durch die höheren Zinsen einfach in sehr raues Fahrwasser gekommen. Und da ist eine Bank, die nicht richtig fit ist, eben verloren. Und ist das, was wir jetzt haben, besser? Jetzt haben wir ja immer gelernt, too big to fail. Also Banken sollen besser insgesamt nicht mehr so groß sein, weil ihr Scheitern immer auch andere mit in den Abgrund reißen kann. Aber nun gibt es in der Schweiz eine regelrechte Monsterbank. Ich glaube, das sollte man nicht übertreiben. Auch die UBS ist keineswegs der größte internationale Spieler, auch nachdem sie fusioniert wurde mit der Credit Suisse. Und die Credit Suisse ist in den letzten Jahren gewaltig geschrumpft. Also die ist auf weniger als die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft. Trotzdem ist natürlich diese Bank für die Schweiz eigentlich zu groß, denn die Schweiz ist ein relativ kleines Land. Und es wäre für die Schweiz besser, wenn man zwei mittelgroße Institute anstatt das eine groß hätte. Nur das ist kein Wunschkonzert, das kann man sich nicht aussuchen. Ich hoffe, dass man daran arbeiten wird, diese Übergröße schnell zu reduzieren, indem man Teile verkauft, indem man Dinge beendet, wo man keine Perspektiven sieht und eben nur das in die UBS einbaut, was wirklich in die UBS reinpasst. Und wenn wir das jetzt mal in der gesamten Entwicklung anschauen, in den vergangenen Wochen sehen wir insgesamt 5 Banken in Schieflage oder gleich ganz pleite. 4 in den USA und nun eine in Europa. Ist das eine Kettenreaktion? Nein, aber das ist eine gemeinsame Risikoexponierung. Wir haben die stark steigenden Zinsen. Das hat Auswirkungen auf die Banken, weil Banken halten auf der Anlageseite sehr viel festverzinsliche Wertpapiere oder auch Kredite. Und wenn dann die Zinsen steigen, dann verlieren die sehr schnell sehr viel an Wert. Unser Problem ist, die Zentralbanken haben viel zu spät auf die Inflation reagiert. Sie mussten deswegen die Zinsen sehr, sehr rasch erhöhen. Und das verschärft natürlich diese Belastung für die Banken. Banken, die heute Liquidität brauchen und dafür diese Wertpapiere verkaufen müssen, kommen in Schwierigkeiten. Die Situation wird eine Weile anhalten und wir können da auch nicht viel gegen machen, denn die Alternative wäre nicht, die Währungsstabilität zu verteidigen, das heißt also nicht, die Zinsen zu erhöhen, damit die Inflation runtergeht. Und das ist auch keine gute Sache. Und was heißt das für unser Vertrauen in die deutschen Banken? Also es gibt eigentlich keine negativen Nachrichten momentan über die deutschen Banken. Und das ist ein erfreulicher Zustand. Ich wünschte, in der Vergangenheit wäre das so gewesen. Die meisten großen deutschen Banken verdienen jetzt schon Geld damit, dass die Zinsen höher sind und dass sie dadurch eine größere Zinsmarge gestalten können. Das heißt also, deutlich teurer Geld verleihen können, als sie es refinanzieren müssen. Und deswegen präsentieren eigentlich auch die deutschen großen Banken zum ersten Mal seit vielen Jahren sehr anständige Ergebnisse. Und die kleinen Banken sind überwiegend in den beiden großen Verbünden organisiert, die sich im Zweifel, wenn da einzelne Problemfälle auftreten, gegenseitig stützen. Also, wenn wir nicht eine generelle Krise bekommen des Bankensystems global, dann sind wir eigentlich gut aufgestellt, um uns davon nicht wirklich berühren zu lassen. Es gibt auch nicht, was wir 2008, 2007 hatten, so einen Übertragungsmechanismus wie damals über die Verbriefung. Die ganzen faulen Kredite, die in Wertpapieren verbrieft, dann auf den Bilanzen deutscher Banken gelandet sind. Sowas sehe ich noch nicht. Also noch ist es zwar angespannt, aber wir sind noch nicht über irgendeine Kippe, wo wir nicht mehr rauskämen. Die Einschätzung des Finanzexperten Hans-Peter Burkhoff. Danke für das Gespräch. Sehr gern. Tschüss. Auch auf das Treffen zweier Staatenlenker blickt die Welt heute. Wladimir Putin und Xi Jinping. Der eine führt Krieg und der andere geriert sich als Friedensstifter, was schon allein deshalb zweifelhaft ist, da Xi Jinping Russlands Angriffskrieg noch nicht einmal verurteilt und zumindest unter Verdacht steht, Putin militärisch zu unterstützen. 3 Tage lang hält sich der chinesische Präsident in Moskau auf und in den Gesprächen mit Putin wird es nicht nur um den Krieg gegen die Ukraine gehen, sondern auch um ganz handfeste Geschäfte. Nicht nur, aber besonders in den Grenzregionen gab es schon immer starke wirtschaftliche Verbindungen zwischen beiden Ländern. Nur dass sich jetzt die Verhältnisse gedreht haben. Während einst die Sowjetunion der große Partner war, ist Russland jetzt abhängig von China.
Dorthin, wo sich Russland und China ganz nah sind, hat sich unsere Moskau-Korrespondentin Ina Ruck aufgemacht. Sie reiste nach Blaga-Jeschensk am Grenzfluss Amur, um mehr über den russisch-chinesischen Brückenschlag zu erfahren. 8,5 Flugstunden von Moskau entfernt liegt Blagoweschensk, eine russische Provinzstadt wie so viele. Lenin steht auf seinem Sockel, an Häusern prangt das Z, das Symbol für Russlands Krieg, und Plakate versprechen viel Geld für den Kriegsdienst in der Ukraine. Und doch ist Blagoweschensk keine typische russische Stadt. China ist hier nur einen Steinwurf entfernt. Das große Riesenrad steht bereits auf chinesischem Gebiet. Es gehört zur Stadt Heihe, gleich hinter dem Grenzfluss Amur. Wie ein Zuhause ist China für uns. Wir wohnen doch gleich nebenan. An Silvester haben sie für uns extra ein Feuerwerk gemacht. Unseres wurde ja abgesagt wegen der Ereignisse, der Spezialoperation, wissen Sie. Die Chinesen haben dann eins gemacht, nur für uns, damit wir uns freuen. Noch vor 25 Jahren, sagen sie hier, standen da drüben nur ein paar Holzhäuser. Heute ist Heihe eine Millionenstadt. Und in Blagoweschensk sind Chinesen und Chinesinnen allgegenwärtig. Li Lihua ist ständig auf Achse. Gerade ist sie unterwegs zu einer ihrer vielen Baustellen. Sie baut hier in Blagoweschensk Wohnhäuser. 3000 Wohnungen hat sie schon hingestellt. Sie selbst wohnt längst in Russland. Der Markt sei riesig, sagt sie. Ihre Häuser baut sie aus Backstein. Die Ziegeleien im Umland gehören ihr auch. Das hier wird ein Wohnhaus mit 10 Aufgängen. Und wie viele Wohnungen? Ungefähr 380. Wird das so wie dieses Haus? Nein, das hat nur 3 Treppenhäuser. Ich baue eins mit 10, viel größer. Blagoweschensk hat ein Denkmal für den Kleinhändler. In den 90ern pendelte die halbe Stadt nach China, um dort einzukaufen. Später kamen die Chinesen selbst mit ihren Waren in die Stadt. Ihre Läden gibt es noch immer, nur dass sie längst russisches Personal eingestellt haben. Li Lihua hat mit einem kleinen Café angefangen. Heute ist sie eine der größten Bauunternehmerinnen hier und längst nicht die einzige chinesische Unternehmerin. Russland steckt viel Geld in die Region. Davon profitiert auch sie. Ja, die Entwicklung von Russlands fernem Osten wird sehr gefördert jetzt. Und China kann im Prinzip mit allem helfen. China hat die Technik, die Geräte, die Arbeitskräfte. Das Geschäft war nie besser. Das liegt auch an den westlichen Sanktionen. Was der Westen nicht mehr liefert, kommt jetzt aus China. Russlands Handelsvolumen mit China war tatsächlich nie größer, aber auch nicht seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom großen Nachbarn am Amur. Und von Blagoweschensk springen wir nun 5000 Kilometer in die russische Hauptstadt und holen Demian von Osten dazu, um nochmal über das russisch-chinesische Gipfeltreffen zu sprechen. Demian, ein außergewöhnlich langes Treffen zwischen Putin und Xi. Warum ist Putin dieses Treffen zu diesem Zeitpunkt so wichtig? Das dürfte viel mit der chinesischen Friedensinitiative für die Ukraine zu tun haben, die Putin heute auch in den ersten Worten mit Chinas Staatschef Xi mehrfach betont hat und erwähnt hat und signalisiert hat, Russland sei ja offen für Verhandlungen. Was er heute nicht so explizit gesagt hat, was aber sein Sprecher und seine Propagandamedien in den vergangenen Wochen immer wiederholt haben, ist, dass Russland immer sagt, man sei bereit für Verhandlungen, aber nur unter Anerkennung der gegebenen territorialen Realitäten. Das ist sehr nett formuliert dafür, dass man von der Ukraine fordert, die Gebiete abzugeben, die Russland in den vergangenen Jahren gewaltsam annektiert und besetzt hat. Und deswegen kann man dieses Treffen, wo sie heute 4,5 Stunden gesprochen haben, allein am ersten Tag, dem ersten von 3 Tagen, vielleicht dahingehend interpretieren, dass man versucht, diese Friedensinitiative der Chinesen in die richtigen Bahnen zu lenken. Der Kreml-Sprecher Peskow sagte am Morgen noch, Putin werde dem chinesischen Staatschef seine Sicht der Dinge über den Ukraine-Krieg erläutern. Ja, aus westlicher Sicht scheint Putin ja mehr und mehr isoliert. Aber ist das so? Unterschätzen wir Russland gerade mit China an seiner Seite?
Also ich denke, Putin sollte man vielleicht besser nie unterschätzen, erst recht dann nicht, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, so wie das jetzt womöglich der Fall ist. China und Russland verbinden einige Interessen. Sie verbindet das Interesse, die USA weltpolitisch zurückzudrängen. Sie verbindet auch das Interesse, dass sie sich gegen westliche Demokratien stellen. Aber nicht überall sind die Interessen deckungsgleich. China bemüht sich ja sehr stark, sich an westliche Sanktionen, zumindest so wie es im ersten Anschein ist, daran zu halten, weil man eben wirtschaftlich sehr eng mit dem Westen verknüpft ist und da keinen weiteren Konflikt jetzt haben möchte, dass man in eine Art Sanktionsspirale gerät. Also es gibt durchaus Unterschiede, aber wenn es eine wichtige Kombination zweier Staatenlenker gibt, auf die man schauen sollte, im Gegenpol zum Westen, dann sind das sicherlich die beiden. Danke für die Einschätzung, Demian van Osten. Auch in Europa glaubt derzeit kaum jemand, dass die chinesische Initiative die Ukraine dem Ende des Krieges auch nur einen Schritt näher bringt. Und so werden die Hilferufe aus der Ukraine an Europa immer lauter. Gebt uns endlich schnell neue Munition, damit wir nicht weitere Gebiete verlieren. In welchem Ausmaß die Europäer diesen Hilferufen heute nachkamen, erfahren wir gleich genauer. Zunächst aber zeigt Darko Jakovlevich aus dem umkämpften Osten des Landes, wie dringend nötig die Ukraine neue Munition braucht. Eins, zwei, drei. Immer ganz vorsichtig tragen sie verletzte Soldaten hinein in diesen umfunktionierten Reisebus. Eine Art mobiles Lazarett für das östliche Frontgebiet in der Ukraine. Junge Ärzte wie der 23-jährige Andriy Voloshin versorgen Verwundete im fahrenden Bus bis ins sichere Hinterland. Andriy war zuvor lange bei Bachmut im Einsatz. Dort vor seinen Augen ständig Tote. Und jetzt aktuell steigt die Zahl an Schusswunden in Bachmut immer mehr an. Jeden Tag, weil es Nahkämpfe sind. Plötzlich hat sich der Zustand eines Soldaten verschlechtert. Andriy muss jetzt schnell innere Blutungen ausschließen. Der junge Soldat Vlad habe verwundet viele Meter kriechen müssen, wie er sagt, bevor er aus der Schusslinie herausgeholt werden konnte. Die aktuelle Lage dramatisch. Es fehle an allem, auch an Munition. Die Russen haben leider mehr Artilleriegeschosse. Sie haben auch mehr Raketen. Wir können es uns nicht leisten, wie sie, einfach Raketen und Artilleriemunition in alle Richtungen abzufeuern. Und die Russen treffen uns, wo ich war, einfach überall. Drohnenbilder der ukrainischen Armee. Bachmut ist zu einer Todeszone geworden. Schätzungen zufolge verfeuern die Russen aktuell mehrere 10.000 Geschosse pro Tag. Die Ukrainer hingegen weniger als 10.000. Mehr Munition, mehr Artilleriegeschosse, das alles müsse nun aus dem Westen kommen. Wenn Munition nicht geliefert wird oder nur in kleinen Mengen, wird die Ukraine trotzdem weiterkämpfen. Wir suchen dann anderen Nachschub. Wir alle sind bereit, uns bis zum Letzten zu verteidigen, wenn nötig, mit Steinen. Seine Sorge, dass gerade in der EU die Beschaffung und Auslieferung von Munition ziemlich langwierig werden könnte. Aber wenn die Partner uns unterstützen, auch mit Munition, dann werden sie Tausende von ukrainischen Leben retten. Viele Soldaten, die Bachmut überleben, verlieren oft Arme und Beine, wie Andriy erzählt. Seine Befürchtung, wenn wir es zulassen, dass die Russen Bachmut einnehmen, dann rücken sie vor, auf die nächsten Städte. Das heißt, dieses Szenario würde sich dann immer so weiter wiederholen. Damit es nicht dazu kommt, hoffen viele in der Ukraine, dass neben schweren Waffen reichlich Munition kommen werde, auch aus der EU, möglichst schnell. Tja, und um über schnellere Lieferungen von Munition an die Ukraine zu sprechen, haben sich heute die EU-Außen- und Verteidigungsminister getroffen. Markus Preis in Brüssel, mit welchem Ergebnis? Ja, mit dem klaren Ziel, dass man 1 Million Artilleriegeschosse der Ukraine innerhalb der nächsten 12 Monate liefern will und dass man 2 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen will. 1 Milliarde dafür, dass alle Länder wirklich nochmal intensiv ihre eigenen Bestände durchgehen und dann möglichst schnell liefern, weil das eben nicht hergestellt werden muss, sondern schon da ist. Und 1 Milliarde dafür, weil man künftig auch gemeinsam solche Munition kaufen will. Ja, du sagst es, das Ganze will man jetzt erstmalig gemeinsam tun. Wie soll das gehen?
Da gibt es zwei Wege, die verabredet sind. Zum einen die, dass größere Staaten andere sozusagen mit in ihren Vertrag hineinnehmen und dann quasi die Bestellung vergrößern. Das hat den Vorteil, dass man einfach schneller agieren kann, weil zum Beispiel Verteidigungsministerien oder eben das Militär schon Kontakt zur Rüstungsindustrie haben, auch die Verträge im Prinzip schon mehr oder weniger bekannt sind, nur größer werden. Und dann gibt es noch die deutlich größere Lösung, dass man über die Europäische Verteidigungsagentur künftig gemeinsam Munition beschafft. 17 Länder sind dazu bereit. Vorteil ist, dass man natürlich größere Bestellungen hat, weniger Konkurrenz untereinander bei den Preisen. Das sind im Prinzip die zwei Wege, über die man sich jetzt unterhalten hat. Wir haben, Markus, eben gerade schon über den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinpings in Moskau gesprochen. Wie blickt man denn in Brüssel darauf? Der estnische Verteidigungsminister, der hat das heute ganz lakonisch getan. Er hat gesagt, Xi Jinping wird Wladimir Putin mit Sicherheit nicht festnehmen. Also da sprach ja eine Ernüchterung raus. Im Prinzip auch die Erwartung, dass der Schulterschluss zwischen China und Russland da noch verstärkt wird. Das ist eine Fraktion innerhalb der EU, die das so sieht, die zum Beispiel auch große Sorgen hat, dass China Russland stärker wirtschaftlich noch unterstützen wird. Aber es gab auch die ein oder andere Stimme, die ein bisschen Hoffnung hatte, eben mit Hinblick auf eine chinesische Friedensinitiative. Die Hoffnung speist sich vor allen Dingen daraus, dass Xi Jinping 3 Tage in Moskau sein wird, also eine Zeit hat, um wirklich auch kompliziertere Dinge zu besprechen. Der Lackmustest am Ende wird sein, was passiert, wenn Xi Jinping zurück in Peking ist. Ruft er dann auch auf seiner Ebene mal den ukrainischen Präsidenten an. Dann wird man wissen, ob es vielleicht auch diplomatisch nach diesem Besuch Bewegung geben könnte. Markus Preis aus Brüssel, herzlichen Dank. Was wir derzeit in der Ukraine sehen, lässt aus dem Blickfeld geraten, wie sehr unsere Erde als Ganzes bedroht ist. Und dann sieht sich die Politik auch noch durch den Krieg gezwungen, den Klimawandel weniger energisch zu bekämpfen und länger auf klimaschädliche Energieträger zu setzen, als eigentlich gut wäre. Dabei führt uns der heute veröffentlichte Bericht des Weltklimarats ein weiteres Mal vor Augen, wie dringend wir jetzt umsteuern müssen. Denn die Erderwärmung, sie schreitet immer schneller voran. Michael Stocks. September 2022, Kalifornien. Extreme Trockenheit seit Jahren, kaum noch Niederschläge, immer wieder Waldbrände. Menschen verzweifelt, die Feuerwehr wird kaum noch Herr der Lage. März 2023, derselbe Bundesstaat, seit Wochen Extremwetter, dieses Mal Überschwemmung. Kalifornien versinkt nach heftigen Regenfällen. In Santa Rosa rückt die Feuerwehr aus, um Menschen vor den Fluten zu evakuieren. Die Wetterkapriolen werden weltweit immer heftiger. Der Klimawandel beschleunigt sich, die Erderwärmung nimmt zu. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen warnt. Die Menschheit steht auf dünnem Eis. Und dieses Eis schmilzt schnell. Wie der Bericht des IPCC heute zeigt, ist die Menschheit verantwortlich für die Erderwärmung der letzten 200 Jahre. Unsere Welt braucht Klimamaßnahmen auf allen Fronten. Alles, überall und so schnell wie möglich. Interlaken in der Schweiz. Hier haben 600 Klimaforscher und Umweltschützer von 195 Staaten getagt, tagelang an Formulierungen gearbeitet. Der IPCC betreibt keine eigene Forschung zum Klimawandel, sondern wertet tausende Studien aus und fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen. Die liegen nun auf dem Tisch. Die Kernaussage, die Zeit im Kampf gegen die Erderwärmung drängt mehr denn je, so Matthias Garschagen, Mitautor des Berichts. In den Klimakonferenzen, die jetzt kommen, müssen die Länder dieser Welt sich verbindlich auf wirklich dann auch harte Maßnahmen einigen, um die Ziele umzusetzen, die schon da sind, um gegebenenfalls auch Ziele nachzuvollziehen. Das kann nur gemeinsam im gemeinsamen nach vorne schreiten funktionieren. Und dafür bietet der Bericht wichtige wissenschaftliche Grundlagen. Die Warnungen des IPCC, das Leben auf der Erde wird für kommende Generationen unberechenbarer und gefährlicher, wenn die Regierungen der Welt die klimaschädlichen Emissionen nicht drastisch senken. Das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung wird ansonsten bereits in den 2030er Jahren überschritten. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus, so der Bericht des Weltklimarats. Im Klimaschutz müsste die Kehrtwende noch viel zügiger geschehen. Da bin ich noch ein bisschen besorgt, dass uns das wirklich schnell genug und tief genug gelingt. Was der Bericht aber auch sagt, es ist noch nicht zu spät. Auch wenn die Bilder solcher Regionen und die dramatischen Veränderungen innerhalb weniger Jahre Schlimmes befürchten lassen.
Das Ausmaß der Schäden könnte noch eingedämmt werden, wenn die Weltgemeinschaft entschlossene Klimamaßnahmen umsetzt. Drängende Berichte zum Klimawandel und wie wenig die Politik daraus macht. Dazu hat unser Umweltexperte Werner Eckert vom Südwestrundfunk diese Meinung. Lesen Politiker diesen Bericht eigentlich? Sie wollten doch konkrete Politikberatung vom Weltklimarat. Dafür haben sie ihn gegründet. Was sollen wir tun, um die Klimakrise aufzuhalten, war die Frage. Und schon zum 6. Mal haben jetzt alle relevanten Wissenschaftler dieser Welt Antworten aufgeschrieben. Die Bilanz ist aber erschreckend. Mehr statt weniger Klimagase in der Atmosphäre, mehr statt weniger Subventionen, mit denen Kohle, Benzin und Gas künstlich billig gehalten werden. Das Geld wäre viel besser angelegt, wenn es in Klimaschutz ginge, in den Ausbau erneuerbarer Energien und in Klimaanpassung. Steht so nachzulesen in diesem Bericht. Aber immer, wenn es konkret wird, ist der praktischen Politik die Anstrengung zu groß. Bei anderen Krisen, bei Covid oder beim Krieg in der Ukraine, war die Reaktion unmittelbar. Da haben Politiker auch mal Dinge durchgesetzt, die ein bisschen unangenehm waren. Bei der Klimakrise fehlt ihnen die Traute. Einfach endlich mal machen, statt sinnlose Gefechte um E-Fuels und gegen angebliche Heizungsverbote zu führen. Die 1,5 Grad einzuhalten, das werden wir ohnehin nicht mehr wirklich schaffen. Auf der einen Seite geht dann die Welt auch nicht unmittelbar unter. Auf der anderen aber lohnt sich der Kampf um jedes Zehntel Grad, das wir schaffen. Für die kleine Ruhe und Beschaulichkeit jetzt vermasseln wir nämlich den kommenden Generationen die Aussichten. Das verstehe, wer will. Hören Sie auf, die Klimakrise als das Problem der anderen zu verstehen, sagte einer der Hauptautoren des Berichts heute. Wenn nicht jeder seins tut, schaffen wir das nämlich nicht. Die Meinung von Werner Eckert. Und nun gibt's weitere Nachrichten mit dir, Judith. Und die beginnen mit einer Entscheidung im Streit über die Zukunft der Rente in Frankreich. Die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron ist offiziell beschlossen. Zwei Misstrauensanträge gegen die französische Regierung und ihr Vorhaben sind am Abend knapp gescheitert. Die Oppositionsparteien wollen jetzt prüfen lassen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Vorgesehen ist unter anderem, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Vor der Abstimmung, die Reihen der Opposition sind geschlossen. Anspannung seit dem Nachmittag. In der Assemblée Nationale wird abgestimmt über die Misstrauensanträge gegen die Regierung und ihr umstrittenes Rentengesetz. Die Nationalversammlung als Repräsentant des Volkes hat nicht über dieses Gesetz abstimmen können. Ausgedünnt die Regierungsreihen, die Premierministerin auf einsamem Posten. Ihre politische Zukunft steht auf dem Spiel. Denken wir lieber an die Interessen des Landes, anstatt diese Reform zu blockieren. Dann das Ergebnis, abgelehnt. Es fehlten nur 9 Stimmen, ein äußerst knappes Ergebnis. Damit ist das umstrittene Gesetz verabschiedet, doch die Wut und die Ablehnung im Land wachsen. Seit Tagen kommt es zu Demonstrationen und Ausschreitungen und ein Ende ist nicht in Sicht. Rentnerinnen und Rentner erhalten zum 1. Juli mehr Geld. Wie Arbeitsminister Heil mitteilte, steigen die Altersbezüge in Westdeutschland um 4,39% und im Osten um 5,86%. Aufgrund der hohen Inflation könnte die Kaufkraft bei einem großen Teil der Rentnerinnen und Rentner dennoch sinken. Nach Angaben des Arbeitsministeriums werden mit den Anpassungen ein Jahr früher als geplant gleich hohe Altersbezüge in West und Ost erreicht. Die internationale Gemeinschaft stellt weitere 7 Milliarden Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien bereit. Das ist das Ergebnis einer von der EU organisierten Geberkonferenz. Nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt die EU selbst 1 Milliarde Euro zur Verfügung, die Mitgliedstaaten 2,3 Milliarden. Aus Deutschland kommen 240 Millionen. Der Tropensturm Freddy wütet weiterhin im südöstlichen Afrika. Nach Angaben der Behörden ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mehr als 500 gestiegen. Besonders betroffen sind die Länder Malawi, Mosambik und Madagaskar. Der Zyklon hatte am Freitag zum 2. Mal innerhalb eines Monats das Gebiet getroffen. Im Süden Malawis wurde der Katastrophenfall ausgerufen.
Worüber wir heute zum Schluss berichten wollen, ist in gewisser Weise nichts Neues und dennoch jedes Mal aufs Neue erschütternd. Denn es geht darum, wie ausgerechnet jene Menschen, die am meisten Schutz brauchen, diesen Schutz nicht erfahren, sondern im Gegenteil geschlagen werden, seelisch und körperlich missbraucht. In vielen Kinderheimen war das so, vor allem in den 1950er und 60er Jahren, in der alten Bundesrepublik ebenso wie in der ehemaligen DDR. Für eine heute veröffentlichte Studie wurden ehemalige Heimbewohner aus dem Osten befragt, deren Wunden aus der Kindheit bis heute nicht verheilt sind. André Berthold. Die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Alexander Müller aus dem sächsischen Plauen kam mit 11 Jahren in ein Kinderheim der DDR. Seine Mutter war Künstlerin, setzte sich für den ausgebürgerten Liedermacher Wolf Biermann ein. Eine Kommission der Jugendhilfe entschied, dass die alleinerziehende Mutter nicht in der Lage sei, ein Kind im Sinne des Sozialismus zu erziehen. Die haben mich weggefangen von der Straße. Ich war auf dem Weg zur Schule. Ja. Und da hielt mich da einfach unser Typ fest, so am Ranzen, und hat gesagt, er bringt mich jetzt ins Heim. Und hat mich dann zum Auto hingezogen, Ranzen abgenommen, mich hinten auf den Rücksitz geschoben, Ranzen im Kofferraum. Und dann sind die zwei mit mir losgebraust. Rund 500.000 Kinder lebten wie Alexander Müller in den verschiedenen Kindereinrichtungen der DDR. Die Gründe für eine Unterbringung waren vielfältig. In seinem Fall war es die systemkritische Mutter. Manche Kinder kamen aus einem Elternhaus, in dem Alkoholsucht oder Schläge an der Tagesordnung waren. Wieder andere galten aus damaliger Sicht als verhaltensauffällig in Schule oder Kindergarten. Diese Kinder sollten, so das erklärte Ziel, zu sozialistischen Persönlichkeiten werden, zu einem Teil des Kollektivs. Antreten, durchzählen, alles war vorgegebener Tagesablauf, alles in der Gruppe. Ja. Also überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit als Kind, ja, kein Refugium, nichts Eigenes. Ja. Auch die Klamotten, die privaten Klamotten wurden eingezogen, man bekam solche Heimklamotten dort und so. Und das war, man war reduziert praktisch nur noch auf eine Nummer. Ja, man hat so eine Wäschenummer gehabt, ja, also bei mir war es die Nummer 22. Ein Team um die Leipziger Forscherin Heide Gläsmer hat in einer Studie die Schicksale von mehr als 270 Kindern in Heimen und Jugendwerkhöfen in der DDR untersucht. Das Ergebnis: 64% der Befragten berichten von emotionalen Misshandlungen wie Erniedrigung und Beleidigung. 48% mussten körperliche Misshandlungen wie Tritte oder Schläge im Heim über sich ergehen lassen. 41% gaben an, sexuellen Missbrauch erlebt zu haben. Vor allem im geschlossenen Jugendwerkhof im sächsischen Torgau waren Übergriffe an der Tagesordnung. Es gab Rituale, wo wir heute sagen würden, das ist Folter. Ja, also das fing damit an, dass den Mädchen die Haare abrasiert wurden und dass man erst mal in einen Einzelarrest kam, dass es Dunkelarrestzellen gab, dass es Sport bis zur völligen Erschöpfung gab. Auch Alexander Müller wurde nach Torgau geschickt. Mit den Folgen hat er bis heute zu kämpfen. Seit 2008 ist er berufsunfähig und bekommt eine kleine Rente. Ihn schmerzt, dass viele Opfer bis heute unter den Folgen leiden, während die Täter meist unbestraft blieben. Diese Sendung begann im Winter und sie endet im Frühling. Seit gut 20 Minuten haben wir den nämlich, Carsten. Hält sich denn das Wetter auch daran? Schön wär's. Oder sagen wir mal so, ein bisschen hält es sich daran. Und es hat auch in den letzten Tagen schon an Versuche losgetreten, den Frühling oder fast sogar schon den Sommer zu zeigen. Ich habe zum Beispiel ein Foto bekommen, gestern aufgenommen im Harz von Torben Brehme. Und wir sehen hier typisches sommerliches Wetter, nämlich einen Blitz. Es gab gestern einige Gewitter, die über Deutschland weggezogen sind und dazu auch noch den doppelten Regenbogen. Also es geht in Richtung wärmeres Wetter und das zeigen auch die Temperaturen. Das ist jetzt der zweite Punkt bei der Suche nach dem Frühling. Die Temperaturen steigen weiter an und vor allem im Süden Deutschlands, hier beispielsweise von München, da werden wir in den nächsten Tagen an der 20-Grad-Marke knacken, aber eben nur ganz kurz, weil es danach mit dem Wochenende wieder kälter wird. Auch zu Beginn der nächsten Woche fließt wohl wieder kältere Luft zu uns. Aber schauen wir mal auf die frühlingshaften Temperaturen, die wir in den nächsten 2-3 Tagen bekommen. Sie kommen nicht mit Sonnenschein und einem Hochdruckgebiet. Ganz im Gegenteil, ein großes Tiefdrucksystem über dem Nordatlantik bringt mit einer Westwindströmung feuchte Luftmassen mit vielen Wolken und immer wieder Regen
zu uns nach Deutschland. Es ist ein etwas holpriger Start in den Frühling. Und so geht das Ganze auch schon heute Nacht los. Dickere Wolken kommen im Westen an. Morgen früh setzt hier der Regen ein. Im Süden übrigens ist die Nacht oftmals leicht bewölkt. Morgen dann vor allem in Baden-Württemberg und Bayern auch mal längere Zeit Sonnenschein, während sich ansonsten dieses Wolkenregenband langsam von West nach Ost über uns hinwegschiebt. Die Temperaturen unter diesen Wolken im Norden Deutschlands in der Nacht meistens 5 bis 9 Grad, im Süden etwas kälter mit 0 bis 4 Grad. Tagsüber dann im Norden, zum Beispiel an der nordfriesischen Nordseeküste, sind es nur 9 Grad, sonst 10 bis 14, im Süden 15 bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten: Der Mittwoch beginnt trocken, tagsüber, am Nachmittag und Abend kommen allerdings im Westen und im Nordwesten neue Regenwolken heran. Temperaturen 11 bis 21 Grad und der Donnerstag bringt dann schon wieder so ein bisschen Frühlings-Sommerwetter mit kurzen Regenschauern, einzelnen Gewittern und weiterhin milden Werten mit bis zu 21 Grad. Danke, Carsten, für immerhin ein bisschen Frühling. So, und das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer Reportage über Anthroposophie, genauer über die anthroposophische Medizin. Wir sind morgen wieder da und wünschen einen schönen Abend. Auch von mir einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.